Let's Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Tax, dem Podcast von LexOffice Lexware zu den Trends und Themen der Steuerbranche. Heute begrüßen wir Jessica Schäffer im virtuellen Studio, die seit über 10 Jahren Steuerberaterin ist im Kreis Böblingen, wenn ich das auf ihrer Webseite richtig gelesen habe. Hallo Jessica. Und hallo Olaf, absolut richtig. Genau, hallo. Seit 2013 bin ich bestellte Steuerberaterin. Hallo Jessica, herzliches Willkommen natürlich auch von mir. Ja, seit 2013 und du machst eine ganze Menge Sachen. Du hast uns heute das super spannende Thema duales Studium mitgebracht. Aber bevor wir damit loslegen, möchte ich dich ganz gerne bitten, dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz vorzustellen und zu sagen, zum Beispiel, ob deine Kanzlei auf irgendwas spezialisiert ist. Hallo Carola, vielen lieben Dank. Genau. Mein Name ist Jessica Schäffer. Ich selber bin eine ehemalige DHBW, damals noch BA-Studentin, habe 2008 mein Studium beendet, war bei Ebner Stolz in Stuttgart und habe meine Leidenschaft als Dozentin, Ausbilderin dann auch bei der Akademie Hensler ausgelebt. Genau. Ich selber habe ich seit 2020 eine eigene Kanzlei hier in Herrenberg, in eigenen Kanzleiräumen, arbeite sehr viel mit LexOffice zusammen und betreue vor allen Dingen Online-Händler. Was ja eine besondere Herausforderung ist. Insbesondere da im Juli 2021 der Fernverkauf eingeführt wurde und darüber eigentlich kaum Literatur bzw. praktische Anwendungen natürlich entsprechend vorlagen. Also Learning by Doing. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du sowieso mehr eine Beraterkanzlei als so eine Belegbuchungskanzlei. Genau, ganz klar. Dadurch, dass ich alleine bin, aber auf Ausbildung oder Mitarbeiter suche, habe ich keine Zeit für die klassischen Tätigkeiten, also Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung. Das läuft bei mir durch den Unternehmer, durch den Mandanten selber, vorwiegend durch LexOffice oder dann entsprechend größere Mandanten oder Unternehmen, die schon eine eigene Buchhaltung haben, sodass ich die klassische Beratung übernehme und nicht wie einige meiner Kollegen in der Vergangenheit unterwegs bin, sondern eigentlich aktiv im Hier und Jetzt und mit dem Unternehmen versuche, steuerlich zu gestalten im laufenden Prozess. Ja, und du hast das Stichwort Mitarbeiter gerade schon gesagt. Wir sprechen ja immer alle so pauschal über Fachkräftemangel und alle nicken dann. Aber es ist, glaube ich, gar nicht allen klar, was Fachkräftemangel in einer Steuerkanzlei bedeuten kann. Was würdest du sagen für Leute, denen das nicht so klar ist? Warum brauchen wir unbedingt mehr gut ausgebildete Menschen in der Branche? Wie sieht ein konkreter Fachkräftemangel in einer Steuerkanzlei aus? Also dadurch, dass das Steuerrecht so komplex ist, kommen schon die einfachsten Fragen, wie bediene ich Elster, kann ich sie mal fragen, ich habe eine Abfindung bekommen etc. pp. Das heißt, es geht darum, in auch kurzen Gesprächen den Mandanten praktische Tipps zu geben, wie sie sich selber vielleicht weiterhelfen können, weil sie gar nicht langfristigen Berater brauchen, sondern nur für den Einzelfall. Aber natürlich auch dieses typische Vier-Augen-Prinzip etc., den Austausch über die unterschiedlichen Gesetze, die aktuellen Tools, sei es ChatGPT, sei es LexOffice, Zefdesk, Dativ etc. pp. Welche Schnittstellen gibt es? Wie entwickeln sich die Schnittstellen Dativ zu Amazon? Was kommt gerade Neues? Wir haben eigentlich an allen Ecken und Enden Anpassungsbedarf und da ist entsprechend der Fachkräftemangel. Also nicht nur dieses rein steuerliche, sondern tatsächlich das Umsetzen von Technik und Fachwissen. Also auch Leute, die bereit sind und in der Lage sind, sich nagelneue Sachen drauf zu schaffen. Ja, genau. Ja. Ja, lebenslanges Lernen hat es schon früher bei mir in der Ausbildung geheißen, gilt jetzt erst recht. Ja. Genau. Wir hatten in unserem Vorgespräch mal über das Thema duales Studium gesprochen und erklär uns doch freundlicherweise mal, was genau ein duales Studium ist. Wie läuft das ab für die Studierenden und was bedeutet das für eine Steuerkanzlei? Genau. Das duale Studium heißt, ich bewerbe mich vorrangig bei einer Kanzlei und diese ist zugelassen an einer, in Baden-Württemberg heißt es DHBW, also dualen Hochschule.
Und der Student selber ist immer ungefähr 3 Monate in der Kanzlei und die anderen 3 Monate am Studieren. Hat den Vorteil, wenn eines nervt oder die Lust oder Konzentration nachlässt, dann wechselt man ja automatisch wieder zum anderen. Man hat sowohl die Theorie als auch die Praxis. Also das Erlernte kann ich relativ schnell in der Praxis dann umsetzen. Und ist das für jeden geeignet? Kann das jeder machen, der quasi Abitur hat? Genau, das ist die Grundvoraussetzung eben dieses Abitur, die Fach- oder die Hochschulreife oder auch Fachhochschulreife. Und dann brauche ich eben eine entsprechende Kanzlei, die mich damit betreut oder die mit mir diese Ausbildung, diese Kombination Ausbildung, Studium macht und dann kann ich das machen. Wobei es schon ein Unterschied ist, möchte ich ein klassisches Studium machen, dann kann ich einzelne Themen in meiner Leidenschaft vertiefen und das Studium gegebenenfalls auch wie ein Kaugummi auseinanderziehen, ja. Oder gehe ich in das verschulte System des DHBW-Studiums, weiß immer 3 Monate, ich habe feste Regeln, bin aber auch nach 3 Jahren fertig und habe meinen Bachelor. Okay. Und wie sind dann anschließend die Berufschancen? Gibt es da eher Vorteile oder wird es da manchmal an einigen Stellen schwieriger? Wie siehst du das? Also wie, das hat, also eigentlich ist es egal. Ich selber bin ja auch Steuerberaterin geworden, aber man merkt schon, wo der Einzelne herkommt. Jetzt zum Beispiel im Vergleich von der Finanzverwaltung, wenn jemand die Ausbildung bei der Finanzverwaltung macht, dann ist er viel tiefer in den einzelnen Gesetzen, in der Gesetzgebung etc. Ja, aus meinem DHBW-Studium war natürlich viel fixer, was die Anwendung der einzelnen Programme, welche Schnittstellen es gibt oder was man machen kann in der Hinsicht. Deswegen hat alles immer Vor- und Nachteile. Im Ergebnis kommen wir nachher alle, wenn wir sagen, das höchste Ergebnis in diesem Bereich sei der Steuerberater, kommen wir alle dahin. Nach diesem DHBW-Studium, also nur mit 3 Jahren, brauche ich 3 Jahre Berufserfahrung, bis ich das Examen machen kann. Wohingegen beim klassischen Studium, wenn ich die 4 Jahre überschreite, ich eben nur 2 Jahre Berufserfahrung brauche, um dann zum Steuerberaterexamen mich anzumelden oder zugelassen zu werden. Jetzt hast du ja schon ein paar Unterschiede genannt, zum Beispiel, dass man das ein normales, sag ich mal, in Anführungszeichen normales Studium im eigenen Tempo machen kann. Was würdest du sagen, sind die größten Unterschiede, die größten Vor- und Nachteile gegenüber von einem ganz klassischen Studium? Na, ein großer Vorteil für mich zum Beispiel war es, als ich mein Abitur beendet hatte, wusste ich, okay, ich habe das Abitur, also studiere ich jetzt. Und für mich war klar, ich möchte nicht so lang studieren. Und ich wusste, ich habe einen begrenzten Zeitraum und ich habe auch nicht das reine Theoriewissen und komme dann nach 3 Jahren oder 4 Jahren in die Praxis und mich erschlägt alles, sondern ich habe immer die Kombination. Was ich vielleicht an der Schule oder an der Hochschule nicht verstehe, verstehe ich dann in der Kanzlei oder ich mache Sachen in der Kanzlei, die mir dann in der Hochschule erklärt waren, warum ich das so machen sollte oder umgesetzt habe. Und Für die Steuerberater aber teilweise und für die Steuerberaterinnen und Steuerberater aber auch eine Herausforderung, ne? ja, denn also eigentlich ist der DHBW-Student für mich als Kanzlei ein wenig negativer oder schlechter wie der Ausbildende, denn ich habe ja nur 3 Monate, wo derjenige mich unterstützt und bin dann wieder 3 Monate allein. Wohingegen bei dem Azubi, der ist ja jede Woche da, fehlt 1 bis 1,5 Tage. Das heißt, da bin ich ja mehr im Laufenden, wohingegen ich denjenigen mit dem DHBW-Studium entsprechend natürlich terminieren muss und auch überlegen, wie kann ich die Fälle vielleicht schieben, sodass er sie beginnen und auch abschließen kann. Das ist ja immer das Wichtige, dass man eigenen Erfolg sieht. Stört das die Steuerberater? Hindert die das daran, das anzubieten? Nee, ne? Nein, nein. Nein, weil auch hier hat alles wieder seine Vor- und Nachteile. Beim Auszubildenden fange ich ja im Zweifel ganz unten an, also allein schon darum, weil ich einen ganz anderen Schulabschluss habe. Das heißt, ich muss hier noch viel mehr beibringen, muss vielleicht auch die Persönlichkeit noch mehr oder noch stärker entwickeln wie ein Student, schon allein vom entsprechenden Alter her. Natürlich alles pauschal, jeder ist entsprechend anders, auch von seiner Erziehung, aber da ist natürlich auch vielleicht noch mehr Persönlichkeitsentwicklung mit drin beim Auszubildenden, wo oder im Gegensatz zum Studenten. Okay. Ja, die Ausbildung zum Steuerfachangestellten, wo du das gerade erwähnst, die wurde ja jahrzehntelang nicht angepasst.
Und die hat erst letzten Sommer ein Facelift bekommen, was ja eigentlich phänomenal spät ist, wenn man bedenkt, wie die letzten 10 Jahre so gelaufen sind. Jetzt ist endlich Digitalisierung Teil der Ausbildung. Ich hoffe, bei den Studiengängen doch auch, oder? Werden die Lehrpläne hier vielleicht ein bisschen schneller angepasst oder ist das so ein ähnlicher Trott? Also in Bezug auf das klassische Studium kann ich es nicht bestätigen oder ablehnen, inwieweit da der Trott durchläuft. Ja, da es natürlich ein verstaatliches Prinzip ist, wird es schon Trott sein. Wohingegen bei den DHBW-Studenten ist es natürlich in der ständigen Anpassung, da die das automatisch über die Praxis natürlich entsprechend mitbekommen. Und da ist, wenn ich als einen Ausbildungsbetrieb suche, dann ist zum Beispiel das Siegel die digitale Kanzlei ganz interessant. Denn dann sehe ich, was macht denn die Kanzlei schon? Ja? Nur heißt es nicht, wer kein digitales Siegel hat, ist nicht digital. Ja? Aber es könnte ein Grund Ah, sein. aber Nur ein ein guter Punkt, ne? Guter Ja. Punkt, ja, sehr gut. Ja. Genau. Auch die, bei mir auf der Homepage selber sieht man ja die Zusammenarbeit mit LexOffice. Das heißt, man sieht, was macht derjenige, wie kombiniert er. Und das wäre auch so für mich als Azubi die Idee oder auch als Student, was macht denn die Kanzlei und in welche Richtung möchte ich? Denn es ist natürlich, der Fachangestellte wurde ja weiterentwickelt oder das Digitale wurde damit aufgenommen. Und in der Prüfungsverordnung, ich habe sie mir vorher extra angeschaut, heißt es, ist Überprüfung von Schnittstellen. Genau. Also genau das, was ich zum Beispiel ich während der Wirtschaftsprüfung gelernt habe. Sind überhaupt alle Daten mit integriert? Kann ich auf dieser Basis meine Prüfung beginnen? Denn das ist ja auch meine Zusammenarbeit mit meinen Mandanten. Ich schaue mir die BWA an, also die betriebswirtschaftliche Auswertung, die Umsatzsteuervoranmeldung. Was fällt mir auf? Typischer Fall, sie arbeiten alle mit Instagram, Meta etc. zusammen, ja, haben aber keine 13b-Fälle. Das kann nicht sein, denn die sitzen ja in Irland und deswegen natürlich ganz klassisch in der EU und somit Umkehr der Steuerschuldnerschaft. Also es geht mehr um das Beraten und das Erklären dem Mandanten, wie wende ich das Programm richtig an, damit das rauskommt, was es sein soll. Also ich finde das ja auch extrem wichtig, dass dieser Branchennachwuchs dann die richtigen Chancen bekommt, um die aktuellen Themen auch zu lernen, die ja immer wieder neu aufploppen. Es ist ja ständig irgendwas Neues, wie zum Beispiel KI oder Smart Data und sonst was. Werden solche Themen im Studium angemessen berücksichtigt, sind die Teil dieses dualen Studiums? In gewisser Weise ja, da schon zum Beispiel auch die einzelnen Firmen, also in der Steuerberatungspraxis ist ja die DATEV, die sehr stark vertreten ist, auch gezielt an der DHBW vor Ort ist und die einzelnen Programme schult und da Tipps und Tricks zur Verfügung stellt. Oder ich habe letztes Jahr auch mit einem Berufsbildungswerk zusammengearbeitet. Die haben auch entsprechende Musterfälle und Zugrifflizenzen, wo dann die Studenten oder Schüler damit arbeiten dürfen und es weiterentwickeln oder ausprobieren können. Was würdest du dir als Dozentin da wünschen? Was könnte da noch draufgepackt werden? Wo könnten vielleicht auch die Unternehmen oder so aktiver werden, um das Ganze vielleicht so ein bisschen zu verbessern? Weil alle schreien immer nach Fachkräften und dann sollen bitte auch alle was dafür tun. Das ist richtig. Also letztendlich gilt wie überall, so wie es in den Wald reinschreit, so kommt es wieder raus. Das heißt, wenn ich natürlich ein gewisses Interesse an dem Digitalen habe, dann kann ich das auch leichter weiter transportieren. Und zum Beispiel bei mir ist es so, der Mitarbeiter soll, also wenn es jetzt zum Beispiel ein Fachangestellter wäre mit Ausbildung, den würde ich gern dann später zu dem Fachassistent für Digitalisierung und IT-Prozesse weiterentwickeln. Ja? Mhm. Oder man denkt zum Beispiel an den YouTube-Kanal von Wir lieben Steuern. Ja? Zwei nette Mädels, die genau das machen, auf das es ankommt, nämlich sinnvoll und richtig das Steuerrecht weitergeben und nicht zu verkürzt, sodass wir dann andauernd am Telefon hängen, will wieder irgendjemand was verkürzt dargelegt hat, was leider so nicht umsetzbar ist. Ja. Da gibt es ja auch noch andere treffende Beispiele. Man muss ja einfach nur mal ein YouTube-Video aufmachen, dann schleichen irgendwelche Leute vorbei, die sind noch nicht mal Steuerberater, die haben dann plötzlich Tipps, wo du dir denkst, Junge, wenn ich mir das überlegen kann, dann brauche ich keine Steuer mehr sparen, weil dann habe ich es eigentlich schon längst geschafft. Also ist ja vor 2, 3 Jahren ist ja mal jemand durch die Gegend gelaufen und hat dann Modelle proklamiert für Unternehmen, wo ich mir einfach denke, ja, das musst du auch erstmal können, das als
Da gibt es auch einen großen Markt. Also ich habe immer wieder auch Mandanten, wo wir das schicken. Schau mal, es gibt dann ein Silber, ein Bronze, ein Goldmodell. Soll ich denn da hingehen? Bringt mir das was etc.? Da werden dann auch hohe Beträge mit bis zu 15.000 oder 30.000 Euro für das Seminar aufgerufen, ja, wo ich sage, darfst du hingehen, aber dann bitte stimm dich vorher ab, ob dann auch genau dein Fall abgearbeitet wird und dafür die Haftung übernommen. Denn in der Theorie kann ich viel erzählen, heißt aber nicht, dass ich das dann auf diesen Mandanten anwenden kann und das dann auch so umgesetzt werden kann. Es gibt pauschale Seminare für 15.000 Euro. Ja, Olaf, schon. wir müssen umschulen. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, aber der Alex Fischer Düsseldorf, der hat ja solche Themen und Seminare dann auch angebracht und der hat ja auch Werbung gemacht. Und dann sind das manchmal so Beispiele, wo ich mir denke, also schon interessant. Als Mittelständler kommt das für mich nicht in Frage. Der baut dann Konzernstrukturen auf, um Steuern zu sparen, wo ich mir denke, wer kann sich das denn jetzt mal eben so gestalten? Das ist schon interessant. Genau. Und Der Mut. aber auch diese Holdingstruktur, die immer wieder dann angeprangert wird, die macht eben halt nur Sinn, wenn das Geld in den Gesellschaften bleibt. Und gerade im Mittelstand geht es letztendlich darum, das Geld nachher wieder rauszuholen. Und dann sind wir in Deutschland, egal in welche Rechtsform, einfach bei 50% Stand jetzt, ja. Und da, ich kann dann schon überlegen, welche Kosten gehören vielleicht eher ins Berufliche, wo aktuell im Privatleben sind, ja. Ich sage immer, wenn ich gut beraten soll, dann bitte einmal ausziehen und mir alles erklären, dann wieder langsam anziehen. Natürlich nur gedanklich bitte, nicht, dass jetzt alle kommen und sich bei mir einmal ausziehen. Dann muss ich hier neue Fenster hinmachen. Aber nur je besser ich informiert bin über das allgemeine Leben, über den Sachverhalt, umso schneller kann ich natürlich mit meinem steuerlichen Verständnis reagieren und sagen, stopp, das geht hier in eine Richtung, das müssen wir so und so machen, dann hat es steuerlich den Erfolg. Ich kann mich immer noch nicht. Ich meine, jemand, der 15.000 Euro für so ein Pauschalding ausgeben kann, der kann sich dafür doch auch eine individuelle Beratung holen. Ich verstehe es nicht. Das kann er, aber die individuelle Beratung läuft ja aktuell zum Beispiel noch Stundensatz mal Zeit, ja. Und dann hat er natürlich schon einige Stunden, bis er zu den 15.000 Euro kommt, aber der dieses Seminar, dieses wegen mir das Goldseminar für 15.000 anbietet, der hat ein viel größeres Marketing, wie jetzt zum Beispiel ich, ja. Das heißt, es kommt schon viel professioneller und viel schlauer rüber. Ja, auch wenn er im Zweifel nur entsprechende Luft in der Gegend rumwirbelt. Okay, aber jetzt machen wir ja ein bisschen Werbung für dich in diesem Podcast. Vielleicht ändert das ja etwas. Wir sind ja sehr wild im Gespräch, aber wir sind auch schon ein bisschen so in der Nähe der Ende des, in der Nähe der Ende, fast am Ende der Redezeit, Entschuldigung. Hast du noch irgendwas, was du uns gerne erzählen möchtest? Also, wer Lust hat auf Ausbildung und die letzten Praktikanten haben gesagt, ich habe die richtige Mischung an Einfühlsamsvermögen oder Einfühlsamkeit und Strenge und auch Lust hat dafür was zu tun, der ist genau bei mir richtig. Wichtig ist der Spaß an Neuen, am Digitalen und an immer wieder ausprobieren und dann macht Steuern Spaß, denn Steuern ist gar nicht so trocken, denn letztendlich geht es immer um die Gestaltung der einzelnen Person, die vor dir sitzt. Das heißt, es ist Dienstleistung, wir müssen uns mögen und unsere Nasen müssen sich mögen, ja, und dann können wir einander entsprechend helfen. Was ich ja spannend finde, ist, wie lange kennst du Olaf jetzt schon? Wie lange hat der Olaf dich schon beraten? Olaf sagt 6 Jahre. Ja, 6 Jahre, sehr schön. Ja. Willst du, das finde ich ja gut, dass ihr euch dann heute in dem Podcast jetzt endlich duzt, ne? Auch das ist ein typisches Phänomen dieser Branche. Als ich angefangen habe, war es noch ganz klassisch Sie auf allen Ebenen, wo man jetzt einfach ein bisschen lockerer geworden ist und auch beim Du. Natürlich, wenn man dann kommt, bleibt es weiterhin beim Sie oder ich eine Zusammenarbeit anfange, aber man merkt schon, dass auch in der Steuerberaterbranche dieses Du sehr wohl funktioniert, denn ob ich jetzt Sie Punkt, Punkt, Punkt sage oder du, Punkt, 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 ist letztendlich das Gleiche. Es ist kein Anzeichen für mehr oder weniger Respekt, das stimmt. Ja. Genau. Ja.
Macht die Sache manchmal etwas lockerer, aber ich kenne natürlich auch die Veranstaltungen, wo auch die Leute, die sie seit 50 Jahren kennen, ah, guten Tag, Herr Dr. XY, guten Tag, Frau sowieso, guten Tag. Also das ist auch ein Mindset. Und es gibt ja jetzt über LinkedIn und andere Social-Media-Kanäle steht dann ja manchmal da XY in Klammern gerne du. Also von daher weiß man dann ja schon, worauf man achtet. Und früher, also ja, mein Opa war Steuerberater, mein Vater war Steuerberater. Steuerberater waren per se immer für mich steinalt. Und da war das klar, dass man nach außen, wenn man jemanden traf in der Ausbildung, die waren alle per sie. Also ich bin nie auf die Idee gekommen, meinen Chef in der Ausbildung, ich bin übrigens auch bei Ebner Stolz gelernt, zu duzen. Also das wäre unberühmte letzte Worte. Das hätte ich im Leben nicht gemacht. Und da bin ich auch froh, weil es auch unsere Tätigkeit natürlich etwas leichter macht, wenn man, ich sag mal, auch mal so ein Türrahmengespräch führen kann und das führt dann weiter. Und deswegen bin ich schon froh, dass diese Branche sich in dem Bereich doch wandelt und hoffe, dass das so weitergeht. Ja, also ich denke auch, wenn man überlegt, wer sich die letzten Jahre in die Selbstständigkeit bewegt hat, dann merkt man, dass es viele junge Leute sind, die Ideen haben, teilweise ja schon an den Schulen. Die werden an den Schulen ja gar nicht geschult, haben aber TikTok und YouTube und bilden sich so fort. Und dann sind es letztendlich nachher die 20-Jährigen, die dann schon anfangen, den Steuerberater aufzusuchen. Und da ist es erst recht wichtig, es ihnen einfach darzulegen, aber auch diese Nähe zu schaffen, um diese Angst auch vor dem Thema Steuern entsprechend ein bisschen zu nehmen. Ich finde, das war ein ganz großartiges Schlusswort. Angst nehmen ist ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. Und deswegen, liebe Jessica, das darf ich ja jetzt sagen, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen wirklich lockeren, flockigen und sehr sympathischen Podcast. Danke für deine Einsichten und für deine ausführlichen, ja, Erklärungen, die du gegeben hast. Du darfst jederzeit gerne wiederkommen und ich freue mich darüber. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank. Und wenn wir was noch in die Shownotes stellen sollen, damit die Leute besser zu dir finden oder Erklärungen, was du machst, gerne, schick es mir einfach und ich stelle es mit in die Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit. Bitte. Let's Talk About Tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von LexOffice.